dann. Ich denke mal, das wird heute das Finale von Pokémon. Denn wir fangen heute Mewtwo. Ich habe im Stream übrigens noch mehr vor, als nur Mewtwo zu fangen. Denn da habe ich noch 3 Spiele, die ich auf jeden Fall beenden will. Also mit diesem hier. Die Cheftrainer hier, die Marianne nicht. Die Marianne hier im Let's Play oder im Stream. Vielleicht mache ich die privat, aber das ist mir zu viel Arbeit sonst. Da ist zum Beispiel eine Rosanna-Trainerin. Dafür muss ich. Jemand spielt Super Smash Bros. Ultimate. Dem schließe ich mich irgendwann an. Natürlich im Kampf. Also ich kämpfe alleine. So mache ich das. Aber nicht heute. Vielleicht schaffe ich es noch in Smash. Vielleicht auch Dragon Quest. Je nachdem, wie schnell ich bei dem Band mit dieser Spieler bin. Hier ist noch ein Trainer. Und was gibt's hier? Gibt's doch bestimmt noch was. Oder habe ich das schon? Vielleicht schon mal hier war? Nein, habe ich noch nicht. Flächen AP Top. Wunderbar. So. Hey Champ, du darfst die Höhle betreten. Ab jetzt werde ich mich dir nur noch als Trainer-Coach in den Weg stellen. Lass uns keine Zeit verschwenden. Bist du bei? Ja, ich will kämpfen. Fangen wir an, Champ. Dann zeig mal, was du drauf hast. Du musst ein bestimmt ein sehr starker Trainer sein. Ja, auf jeden Fall 5 Pokémon. Fängt mit Rizos. Also ich glaube nicht, dass Rui da eine Chance hat. Ach komm, nehmen wir Weiß Schnee. Feuert uns an, yay! Ah, Stein ist effektiv, okay. So war das also. Egal. Fege weg! Das war mal ein Ressource? Komm! Die mache ich kalt! Nein! Ich bin ja mal gespannt, wie mein Team hinterher im neuen Teil aussieht. Ich werde mir auf jeden Fall da bestimmt einiges Neues einfangen.
hört sich so komisch an, wenn ich sag. Okay, mach die Übung fertig, Gang! Let's do this! Jeder darf mal ran. Donnerschlag. Das ist also die Stärke eines Champs. Yo! Willst du noch eine Kostprobe? Für einen herrlichen Kampf vom Champ hatte ich aber auch nichts anderes erwartet. Das hier hast du dir verdient. Vielen Dank. War ja eigentlich klar. Ständig höre ich Gerüchte über fürchterliche starke Pokémon in der Zuria-Höhle. Aber ich halte hier Wache. Ich habe keine Ahnung, was da drin vor sich geht. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ein. Oh Gott. Ja. Es gibt auf jeden Fall ein Pokémon, was ich haben will. Und das ist. Schlurp. Schlurp gibt es nur hier drin, so viel ich weiß. Das ist eines der einzigen Pokémon, die ich hier sehe. Ich denke mal, danach spiele ich sofort dann auch Spider-Man, weil das am schnellsten noch zu beenden ist von denen, die ich noch übrig habe. Fünf Überbälle, yay! Wir dürfen mehr fangen. Hier sind mal weg. So, na, was ist denn das hier für ein Ort? Hier ist voll die große Fläche, kann man gut ausweichen. Zwei Treppen, also Leiter. Mehr Treppen. Scharnierer? Du bist ein Scharnierer, komm, geh weg. Ich brauche einen Schlurp. Was ist denn hier los? Was sind das für... Da ist es. Ja, wir haben einen Schlurp. Thank you.
Schlotzzunge ist bis zu 2 Meter lang. Es kann sie geschickter bewegen als seine Vorderbeine und andere damit paralysieren. Gibt es hier eigentlich noch Pokémon, die ich noch... Genau, ich muss noch ein paar Pokédex-Einträge vorlesen, sehe ich, merke ich gerade. Ich weiß nicht, hatten wir Tauboss schon? Der Jagd nach Beute fliegt es mit seiner Geschwindigkeit von bis zu Mach 2. Seine mächtigen Klauen gelten als gefürchtete Waffe. Was habe ich denn noch gefangen? Ich glaube, die Nidoqueen und King. Nidoqueen besitzt einen robusten Körper, der von harten Schuppen bedeckt ist. Diese scheinen immer wieder nachzuwachsen. Ich muss mir irgendwann mal aufschreiben, wenn ich irgend sowas mache, dass ich mir dann aufschreibe, was für Pokédex-Einträge ich noch lesen muss. Dank seiner stahlharten Haut kann es Gegner besonders effektiv rammen. Mit seinen Horn spaltet es sogar Diamanten. Pixie. Dieses feenhafte Pokémon scheint sein Reich mit großem Eifer zu schützen. Es zeigt sich den Menschen nur selten. Warum habe ich noch kein Knuddeluff? Duflo habe ich sogar noch nicht mal. Es riecht unglaublich widerlich, trotzdem gibt es unter 1000 Menschen mindestens einen, dem der Gestank gefällt. Ich will nie ein Duflo haben. Wenn es seine großen Blütenblätter schüttelt, um giftige Pollen zu verteilen, entsteht dabei ein unglaublich großer Lärm. Hab ich das schon? Hatte ich schon. Omot hatte ich aber noch. Doch, haben wir gefangen. Stimmt ja. Snobelikat hab ich auch. Ich glaube, Akani habe ich noch nicht. Weit entfernt im Osten gilt Akani als legendär. Wenn es rennt, zieht es mit seinen leichtfüßigen Bewegungen so manchen in seinen Bann. Ich glaube, das hatte ich schon. Seine beherzte Schwimmtechnik erfordert vielen Körpereinsatz und ermöglicht es ihm, selbst Weltmeister zu schlagen. Es lockt Beute mit seinem Duft an, der an Honig erinnert. Was in sein Maul gelangt, wird samt Knochenbind eines Tages zersetzt. Oh Gott! Wurde James nicht immer von ihm gefressen? Ach du Scheiße, armer James! Die hatten mal gefangen, beide? Es kann nicht gut liegen, weil seine Flügel zu klein sind. Dafür kann es mit seinen starken Beinen sehr schnell laufen. Ich will die Einträge auf jeden Fall nochmal vorlesen. Ich glaube, Muschas? Habe ich Muschas? Sein Schal ist hart genug, um allen Attacken standzuhalten. Wenn sie offen ist, kommt sein Weich. Ja, hatte ich schon. Hatte ich auch Austausch? Ich glaube, ja. Was war das mit der... Ja, es wird von einer Schale geschützt, die härter als Diamant ist. Dieses gefährliche Pokémon feuert die Stacheln seiner Schale auf Gegner. Das hatte ich schon. Owei und Kokowei, da weiß ich, dass ich die noch nicht hatte. Oweis kleine Köpfe ziehen sich gegenseitig an und drehen sich. Es braucht 6 von ihnen, um die Balance zu halten. Der Schrei dieses Pokémons ist ohrenbetäubend, weil jeder seiner 3 Köpfe sagt, was er denkt. Bitte was? Es hat gelernt, auf seinen Hinterbeinen zu laufen und komplex zu denken. Seine Haut gleicht einer Rüstung und widersteht sogar Kaisalava. Interessant. So, welche hatte ich denn noch nicht?
Bei denen bin ich mir jetzt nicht sicher. Starmie hatte ich glaube auch schon. Pantymos. Ich guck mal eben. Ja, ich schon. Ah, Pinsir weiß ich ganz genau, dass ich den noch nicht hatte. Und ich brauche einen Sichlor. Pinsir nimmt Gegner mit seinen Hörnern in die Zange und drückt kräftig zu. Es lebt an warmen Orten, da es bei niedrigen Temperaturen erstarrt. Sein dünner Körper ließ es rasant schwimmen. Offenbar schlitzte es seine Beute mit seinen Sicheln auf und saugte ihr die Körpersäfte aus. Ihhh. Dieses wilde Pokémon aus der Urzeit wurde mit Hilfe von in Bernstein eingeschlossenen Genmaterial wieder zum Leben. Ich wollte schon was ganz anderes lesen. Dratini habe ich auch noch gefangen. Die Existenz dieses mythischen Pokémon wurde erst kürzlich bestätigt, als es von einem Angler an Land gezogen wurde. Es ist also ziemlich selten, deswegen auch so spät. Meltan, den hatte ich ja auch neu. Sein Körper besteht aus geschmolzenem Stahl. Es bringt ein. Ach, ich glaube, das hatte ich auch vorgelesen, wo ich den geholt habe. Stimmt. Guck mal da, ein Ditto. So, und jetzt gehen wir weiter in die Höhle rein. Das heißt, oben kommt man immer irgendwie wo an. Das heißt, ich muss nur die richtige Leiter finden oder so. Ist das die richtige Leiter gewesen? Jetzt sind wir, glaube ich. Ja, hier sind wir richtig. Unser Evoli spürt nämlich Mewtwo. Deswegen soll schütteln. Das hat ja auch so komisch aus. Georock, geh mal aus dem Weg. Oh ja, da ist es. Da ist es. Mewtwo erscheint! Mehrere Statuswerte von Mewtwo. Was? Evoli? Quelin! Ich hoffe, das Weißschnee es bringt.
gerade weiß. Lizard. Verdammt! Das wird hart. Wir haben schon eine Minute verschwendet. Hör auf damit! Hier ist das Ende! Boah, willst du mich verarschen, Junge? Alter, was ist denn los mit diesem Pokémon? Meine Pokémon sind halt zu schwach. Ich hätte ja auch am liebsten einen Meisterball geschmissen und dann wäre es vorbei, ne? Aber ich muss ihn besiegen. Weiß es! Ach komm, wir werden jetzt alle von Psychokinese zerstört. Ich hab nur ein Pokémon, was Level 70 war. Warum gehe ich in den Kampf? Ey, dann eben New gegen Mewtwo. Let's go! Finsteraura. Alter, wie soll ich das in 2 Minuten besiegen? Dass man doch noch einen Zeitdruck hat, finde ich scheiße. Hör mal auf mit Amnesie, Mann! Wird nichts. Ich denke mal, das muss ich dann noch mal leveln. Was passiert, wenn man flieht? Nee, was passiert da? Ich hab keinen Bock mehr, gegen den zu kämpfen. Das bringt nichts. Ist der. Steht der da noch da? Oder ist er weg? Wenn er weg ist. YouTube ist verschwunden. Okay. Dann. Spielen wir was anderes.